Hey Mann, Komail hier. In diesem Video möchte ich mit dir über das Thema einseitige Gespräche sprechen. Du kennst es sicher, du lernst eine Frau kennen, angenommen du sprichst sie an einem Alltag oder in der Bar, auf einer Party, über Freunde und sie gefällt dir, du bist nervös, du beginnst ein Gespräch mit ihr und du möchtest, du hast ein Interesse daran, dass das Gespräch auch gut wird. Du gibst dir Mühe, du stellst viele Fragen, du versuchst was über sie herauszufinden, du erzählst ein bisschen was von dir, versuchst vielleicht hier und da einen Witz zu machen. Aber du merkst einfach, dass das Gespräch ziemlich einseitig wird, dass von ihr nicht so viel kommt, nicht so viel Investment für das Gespräch da ist und du langsam aber sicher in diesen sehr unangenehmen, eintönigen Interviewmodus verfällst, in dem nur du Fragen stellst und sie einfach nur die Fragen beantwortet und von ihr, wie gesagt, nicht so viel kommt. Und in diesem Video möchte ich dir jetzt einen Impuls geben, der dir dabei helfen wird, diese Situation zu vermeiden. Und das Beste daran ist, du kannst diese Situation vermeiden, und zwar du kannst dafür sorgen, dass sie mehr investiert, indem du sogar weniger machst. Denn in diesem Video werde ich dir erklären, warum es auf gut Deutsch manchmal sinnvoll ist, die Schnauze zu halten und gar nichts zu sagen und die Stille walten zu lassen, wenn man möchte, dass Gespräche interessanter werden. Wir Männer sind immer bemüht, dass unabhängig, ob es jetzt Flirt ist oder wir einfach neue Leute kennenlernen wollen, dass es uns wichtig ist, in Situationen, in denen wir nervös sind, dass das Gespräch trotzdem gut läuft. Und es gibt viele Gründe, warum es dann nicht gut laufen könnte. Es könnte eine unsouveräne Körpersprache sein, es könnte der Blickkontakt sein, es könnte sein, dass man ungepflegt ist, es könnte sein, dass man versucht, das Gegenüber zu beeindrucken, dass man die Frau beispielsweise aufs Podest stellt, dass man auch vielleicht auch wirklich eher langweilige Fragen stellt, die nicht so zielführend sind. Aber eine Sache habe ich bei sehr vielen Männern beobachtet, mit denen ich zusammengearbeitet habe und auch bei vielen Männern allgemein, die ich einfach beobachte, wenn sie flirten. Und zwar gibt es einen bestimmten Fehler, den sehr viele machen beim Flirt. Vor allem, wenn sie, wie gesagt, nervös sind und leicht unter Druck sind. Und zwar, sie wiederholen das, was die Frau sagt und sie haben so viel Angst davor, dass mal diese peinliche Stille entstehen könnte. Diese Stille wollen sie um jeden Preis vermeiden. Das ist auch oft eine unbewusste Sache. Diese Stille wollen sie um jeden Preis vermeiden und deswegen sorgen sie dafür, dass das Gespräch am Laufen bleibt, selbst wenn sie dafür anfangen, viel schneller zu sprechen, viel mehr zu sagen und die Frau fast schon unterbrechen, weil sie ihr ins Wort fallen. Wenn ich beispielsweise einen Coaching-Teilnehmer begleite und betreue, wenn er beispielsweise im Alltag Frauen kennenlernt und er dann auf eine Frau zugeht und das erste Gespräch vielleicht erstmal noch nicht so gut läuft und er dann zurückkommt, leicht enttäuscht ist und ich ihm dann die Aufnahme zeige von dem, wie das Gespräch war, dann ist er im ersten Moment ziemlich geschockt, dass er diesen Fehler, weil er so nervös war, weil es halt auch eine Situation ist, die einen nervös machen kann, eine Frau, eine fremde Frau, die man attraktiv findet, im Alltag anzusprechen. Wenn er dann merkt, wie nervös er war und merkt, was für einen entscheidenden Fehler er immer wieder gemacht hat, dann fängt er wirklich an zu verstehen, welche Verhaltensweisen er eigentlich an den Tag legt, wenn er nervös ist, die er nicht machen würde, wenn er mit seiner Oma spricht, wenn er mit seinen besten Freunden spricht. Sowas macht man nicht, wenn man entspannt ist. Aber wenn man dann mit einer hübschen Frau redet, dann könnte so ein Gespräch beispielsweise folgendermaßen aussehen. Man fragt sie, ja, was machst du denn heute so? Shoppen. Ah, shoppen, cool, okay. Und was machst du danach? Dann sagt die Frau, ja, wir gehen mit Freunden ins Vapiano. Ah, ins Vapiano, cool. Also magst du italienisches Essen? Ja, schon, italienisch mag ich sehr, aber ich esse auch gern Sushi. Ah, Sushi, cool. Und wenn man das jetzt nur einmal machen würde, wie gesagt, das Ende des Satzes der Frau wiederholen würde, kann man noch irgendwie damit durchgehen, aber bei den meisten Männern ist es so, wie gesagt, wenn sie in einer bestimmten Drucksituation sind, dass das wirklich 3-4 Mal hintereinander kommt und man merkt das nicht. Die meisten Leute merken es nicht, aber wir alle machen es. Jeder ist dahingehend, sollte sich da mal ein bisschen mehr beobachten dabei und wird merken, wie oft er bei Gesprächen wirklich das Gegenüber unterbricht, weil er ihr ins Wort gefallen ist. Und natürlich sind die Fragen, die er jetzt gestellt hat, was sie jetzt heute Abend noch macht und was sie gerade macht, jetzt nicht die interessantesten Fragen, aber selbst mit so simplen, nicht so zielführenden Fragen kann man immer noch ein gutes Gespräch aufbauen, wenn man der Frau überhaupt die Möglichkeit gibt zu sprechen. Angenommen, also dieses ins Wort fallen ist wirklich sehr häufig. Angenommen, man fragt sie, was sie denn gerne so macht in ihrer Freizeit. Dann kommt vielleicht von ihr, ja, ich gehe gerne auf Festivals. Anstatt dann zu warten, ob noch was kommt, kommt dann direkt, Festivals, okay, ja, ich liebe auch Festivals, am liebsten elektronische Musik, bla bla. Das ist ein unbewusster Mechanismus. Man will so stark vermeiden, dass nach diesem Satz, den sie sagt,
vielleicht diese peinliche Stille entstehen können, dieser Moment, wenn man dann nicht mehr weiß, was man sagen will, was man sagen soll, dass man dann anfängt, direkt drauf loszureden und gar nicht mal abzuwarten, um zu schauen, ob vielleicht noch was kommt oder ob von der Frau was kommt, wenn sie plötzlich diese Stille spürt und merkt, wow, okay, war das vielleicht etwas zu wenig, was ich gerade gesagt habe? Wieso schaut der Typ mich einfach nur an und erwartet irgendwie mehr? Wenn man mal ein bisschen mehr in diese Dynamiken eintauchen könnte, dann kann man mit viel weniger Aufwand viel mehr Investment bekommen. Aber weil man ihr immer wieder ins Wort fällt, weil man immer wieder wiederholt, was sie sagt, trainiert man der Frau quasi an, selbst die Klappe zu halten im Gespräch, nichts zu sagen. Und das sorgt dafür, dass sie einfach ihre Motivation immer mehr zu reden, auch immer geringer wird, weil man also erstens merkt, dass der Mann ziemlich unsouverän ist und den Druck der Situation, in die er sich ja selbst begeben hat, in den meisten Fällen spricht der Mann ja die Frau selbst an, was ja an sich erstmal ein sehr guter Schritt ist und das sollte man auch immer tun. Aber das eine ist, sich zu überwinden und es zu tun und das andere ist dann den Druck der Situation, in die man sich selbst begeben hat, auch in der Lage sein, diesen Druck standzuhalten. Und die Frau spürt das unbewusst, dass das einfach nicht der Fall ist. Und der zweite Grund, warum sie dann aufhört zu, also immer weniger redet, ist, weil du anfängst, immer schneller zu reden, immer mehr zu sagen und ihr gar nicht die Möglichkeit gibst, auch mal was zu erzählen. Das Traurige an der ganzen Sache ist, dass wir als Männer, wenn wir so ein Verhalten an den Tag legen, wenn wir nervös sind und anfangen, mit mehr Energie zu sprechen, eine höhere Stimme zu haben, wirklich wir uns bemühen, dass das Gespräch in irgendeiner Form interessant wird, sie für Dinge loben, die nicht lobenswert sind, immer wieder wiederholen, was sie sagt. Unsere Intention ist ja gar nicht, dass sie die Klappe halten, sondern unsere Intention ist ja eigentlich, dass wir das Gespräch am Laufen halten wollen. Wir stecken so viel Energie rein, wir reden so viel, wir reden so schnell, wir wiederholen und wir fallen ihr ins Wort, weil wir eigentlich wollen, wir wollen sie eigentlich animieren, mehr zu reden, weil das einfach so die Art ist, wie wir halt uns verhalten, wenn wir unter Druck sind. Das ist quasi unsere Art zu sagen, wenn wir in diesem nervösen Zustand sind, hey, ich habe Interesse daran, dass das Gespräch weiterläuft und deswegen investiere ich gerade so viel. Aber erstens, das Ganze ist wie gesagt ziemlich unattraktiv, weil sie einfach merkt, dass du sie auf ein Podest stellst. Und zweitens, du gibst ihr gar nicht die Möglichkeit, das zu tun. Also auch was zum Gespräch beizutragen. Deswegen sollte man sich, wenn man der Meinung ist, dass das hinkommen könnte, dass die Frau in vielen Gesprächen weniger investiert als der Mann, kann es, wie gesagt, einige Gründe geben, aber ein sehr häufiger Grund ist, dass man wiederholt, was sie sagt, dass man ihr ins Wort fällt. Und deswegen kannst du immer die Regel setzen, mal nach jedem Satz, den sie sagt, eine Sekunde oder zwei zu warten, bevor du deine Antwort geben willst. Sie sagt was und du hast diesen Impuls, jetzt direkt deine Antwort zu geben, weil du denkst, oh, gerade fällt mir was ein, das will ich jetzt loswerden dazu. Aber stattdessen sei mal lieber präsent, warte noch kurz und schau, ob da vielleicht noch etwas mehr kommt. Ich habe damit, vor allem in der Phase, als ich damals lernen wollte, wirklich gut im Umgang mit Menschen, in Gesprächen, vor allem auch gut im Flirt zu werden, habe ich genau mit dieser Regel gespielt und mir mal gesagt, okay, ich habe gemerkt, dass ich in meinen Gesprächen viel zu viel sage, viel zu schnell rede. Und deswegen habe ich mir das mal als Regel gesetzt und habe eine Frau angesprochen. Ich erinnere mich an diese Situation auch sehr gut, weil das war für mich quasi ein sehr starker Durchbruch. Ich habe sie angesprochen, war ziemlich nervös, weil sie sehr hübsch war. Und habe sie gefragt, ja, was machst du? Studierst du? Arbeitest du? Und sie sagt einfach nur zu mir, Kellnerin. Und ich hatte den Impuls, dann direkt was dazu zu sagen. Oh, okay, wie findest du den Job? Ist nicht ein bisschen stressig? Bla bla, sehr schnell auch das dann zu sagen. Aber ich hab mich dabei erwischt und gemeint, okay, meine Regel ist, du wartest. Sie hat zu mir gemeint, Kellnerin. Und ich habe einfach gewartet und sie angeschaut. Und auf einmal hat sie auch diesen Druck gespürt. Es war diese Stille da und ich konnte diese Stille diesmal bewusst walten lassen. Ich konnte diese Stille aushalten und plötzlich kam von ihr direkt dazu, im L'Osteria. Ich dachte mir so, wow. Also diese Frau, das war auch eine sehr hübsche und im ersten Moment auch arrogante Frau mir gegenüber, weil ich auch einfach ein Fremder war, der sie einfach angesprochen hat. Und deswegen hatte sie erstmal quasi wie so ein Schutzmechanismus, okay, ein fremder Typ kommt an, will er das wirklich, wie würde er sich jetzt verhalten? Viele Frauen geben einem erstmal nicht so viel in so Momenten. Und genau deshalb ist es so schön, diese ganze Dynamik mal umzudrehen. Und ich dachte mir, wow, ich habe einfach die Klappe gehalten und gewartet und plötzlich kam da noch mehr. Also ich habe sie gefragt, was machst du? Sie ist Kellnerin, habe gewartet, auf einmal kam von ihr L'Osteria. Und dann hatte ich wieder den Impuls, was zu sagen, aber habe mir gedacht, okay,
bleib bei der Regel, warte 1 bis 2 Sekunden. Aber ich habe gemerkt, dass meine Nervosität doch immer mehr wurde. Ich angefangen habe zu lächeln. Ich habe angefangen zu lächeln und zu lachen, weil ich den Druck langsam nicht mehr aushalten konnte. Aber ich habe ihn zumindest, ich habe diesen Druck halt mal walten lassen, diese Stille. Und plötzlich hat sie mich angeschaut und hat diesen Blick von mir, dieses Lachen, was einmal nur ein nervöses Lachen war, so interpretiert, als würde ich mich über sie lustig machen. Und dann kam von ihr, hey, wieso guckst du so? Ich mache das ja nicht für immer, das ist nur ein Nebenjob. Und dann war das für mich plötzlich wie so ein Durchbruch. Ich dachte mir, wow, einfach nur, indem ich 2, 3 Sätze weniger gesagt habe, als ich es eigentlich impulsiv machen wollte, fängt sie an zu investieren, ich löse starke Emotionen in ihr aus, sie fängt an, es geht in eine spielerische Richtung. Ich meine, natürlich habe ich mich nicht darüber lustig gemacht, dass sie im Losteria arbeitet. Das war mir in dem Moment relativ egal, ich war da wertungsfrei in der Hinsicht, aber einfach nur, weil ich mich an meine Regel gehalten habe, kam auf einmal mehr. Und ich dachte mir, what the fuck, jahrelang habe ich einfach immer nur versucht, so viel Energie reinzustecken in Gesprächen, so viel zu investieren und darauf gehofft, dass mehr kommt. Und indem ich einfach mal ein bisschen weniger mache und erstens ihr die Erlaubnis gebe, mehr zu sprechen und zweitens ihr auch zeige, ey, ich halte diesen Druck aus, wenn von dir nichts kommt, dann ist Stille und ich habe kein Problem mit dieser Stille. Ich könnte von mir aus auch stundenlang in dieser Stille sitzen und nicht anschauen und erwarten, dass mehr von dir kommt. Und in dem Moment kann sie entweder nur gehen oder sich denken, wow, okay, dieser Mann ist irgendwie anders. Vielleicht erwartet er irgendwie, dass ich mehr investiere. Das bin ich eigentlich gar nicht so gewohnt. Und jetzt ist der entscheidende Punkt. Frauen, vor allem hübsche Frauen, sind das nicht gewohnt. Heutzutage, wenn ich eine Frau anspreche, beispielsweise in der Stadtmitte von Köln, in der Stadt, in der ich lebe, da ist es oft so, dass Frauen sehr arrogant am Anfang reagieren, wenn sie angesprochen werden und erstmal gar nicht so viel preisgeben. Ich meine, warum sollten sie? Du bist erstmal ein Fremder, gehst auf sie zu. Und ich bin auch relativ mühelos jetzt geworden in meiner Interaktion, bin auch ziemlich faul in der Hinsicht. Im besten Fall rede ich fast gar nicht und lasse die Frau einfach reden. Aber da ich jetzt dieses Spiel mit dem Druck und der Stille wirklich gemeistert habe, kann ich mit sehr wenig Aufwand dafür sorgen, dass sie quasi anfängt zu tanzen in der Hinsicht, also verbal, dass sie anfängt sehr viel zu investieren und viele Emotionen in ihr auslöse und sie nervös mache auf eine positive Art und Weise, ohne was zu tun. Das heißt, wenn ich jetzt eine Frau frage, was machst du gerade, sagt sie zu mir erstmal shoppen. Und ich schaue sie einfach nur an, mit so einem frechen Grinsen, und so einem Lächeln, und so einem Blick. War's das? Kommt da noch was? Und sie spürt diesen Druck. Sie spürt, dass ich ein warmes Lächeln habe, dass ich kein Arschloch bin oder so. Es geht nur darum, dass sie spürt, okay, da ist ein Mann, er schaut mich jetzt einmal nur so an und wäre auch bereit zu gehen, wenn jetzt nichts kommt. Muss ich hier etwa in diesem Gespräch mehr machen und tun, als einfach nur hübsch zu sein? Das sind so die Gedanken, die dann in ihrem Kopf sind. Und normalerweise bin ich es auch gewohnt, einfach nur, weil sie halt eine hübsche Frau ist, einfach nur irgendwas zu sagen, ein kleines Wort, und die Typen springen direkt drauf und versuchen direkt mit so viel Energie und Mühe hier ein Gespräch zu erzeugen, mir wirklich alles Mögliche aus dem Arsch zu ziehen in der Hinsicht. Und dann kommt dieser Mann, er steht einfach nur da, und wenn ich nicht investiere in dieses Gespräch, dann ist er einfach still und erwartet das von mir. Und ich habe das Gefühl, dass ich hier gerade mehr machen muss, als einfach nur hübsch zu sein. Und das ist zum einen extrem attraktiv, war auch noch extrem respektvoll, weil man die Frau auch als Menschen behandelt und sie nicht auf ein Podest stellt, einfach nur, weil sie hübsch ist. Und zum anderen auch extrem attraktiv, weil sie dann den Druck und auch wirklich die Motivation hat, mehr zu investieren. Und dann kommt halt eben die Frage nochmal, was machst du? Und dann sagt sie, shoppen. Und du schaust sie an und plötzlich spürt sie den Druck und sie sagt, später treffe ich mich noch mit Freundinnen und dann sind wir auf eine Rooftop-Party eingeladen. Aha, das ist ja auch ein Ticken interessanter als das mit dem Shoppen. Und dann, wenn ich merke, von ihr kommt auch was, dann belohne ich sie auch dafür, indem ich auch in dieses Thema reingehe und sie halt mal was dazu frage. Aber das Thema einer Rooftop-Party beispielsweise ist für mich persönlich interessanter, als mit ihr über Shoppen zu sprechen. Und genau dieses Konzept war für mich so entscheidend in der Hinsicht, dieses Skript umzudrehen, dieses Gefühl von, okay, ich bin der Mann, ich muss die Frau beeindrucken, ich muss sie erobern, hinzu, ja, ich beginne das Gespräch mit dir, weil ich dich initial interessant finde, aber ich habe halt keine Angst vor dieser Stille und ich kann, weil ich die Stille und den Druck meister, auch wirklich diesen Druck bewusst anwenden in der Hinsicht, dass ich dir dabei helfe,
aus diesem Trott, dass dich irgendein Typ einfach nur anspricht und dass du anfängst, dich einfach etwas arrogant oder etwas abweisend zu verhalten, mal rauszubrechen, um ein echtes, reales Gespräch mit mir zu haben. Und diese Technik ist extrem mächtig. Wichtig ist aber auch nur, dass es vom richtigen Mindset auskommt. Man muss erstmal wirklich in der Lage sein, authentisch mit diesem Druck umzugehen. Und dafür gibt es Übungen, die einen Schritt für Schritt dahin bringen. Denn wenn man jetzt anfängt und sagt, okay, man hält keine 2 Sekunden Stille aus und versucht dann plötzlich die Stille zu viel länger zu halten oder extrem lange zu machen, dann wirkt das nicht kongruent. Wenn du aber gewisse Übungen, gewisse Dinge getan hast, um wirklich mit diesem sozialen Druck umzugehen und man es an deinen Gesichtsmuskeln auch wirklich merkt, dass es dich nicht tangiert, dass es dich nicht aus der Fassung bringt, dass auch mal Stille herrscht, dann ist das extrem mächtig. Also nochmal, wenn es vom falschen Standpunkt auskommt, wenn es unauthentisch ist, wenn du wirklich denkst, okay, jetzt nur weil ich jetzt weiß, ich soll jetzt mehr länger Stille halten und es dann tust, aber du die Frau wirklich spürst, dass du diese Stille kaum aushältst und sehr verkrampft dastehst, dann wird das nicht funktionieren und das kommt eher komisch rüber. Aber damit diese Stille und der Umgang mit diesem Druck wirklich attraktiv und sexy ist, gibt es erstmal gewisse Schritte, die man in der Hinsicht gehen darf. Aber allein dieser Gedanke, allein die Tatsache, dass du dich beispielsweise dabei erwischst, dass du wiederholst, was sie sagt, dass du ihr ins Wort fällst und ihr einfach nur erlaubst, nur eine Sekunde länger zu warten, wird dich schon dabei helfen, deine Gespräche aufs nächste Level zu bringen, viel weniger Mühe zu haben, viel weniger Stress zu haben und wirklich die Menschen und jetzt in dem Fall auch die Frauen in dein Leben zu ziehen, die du haben möchtest. Und wenn dieser Impuls interessant für dich war und du der Meinung bist, okay, damit kann ich was anfangen, das resoniert bei mir und ich würde gerne noch wissen, was weitere Baustellen bei mir sind, wo noch weitere Potenziale liegen, wo ich mich wirklich noch verbessern kann, was ich noch optimieren kann, wie ich es schaffen kann, ein charismatischer Menschenmagnet zu werden. Wenn das in deinem Interesse ist, dann klick auf den Link unter diesem Video und bewirb dich auf ein kostenloses Beratungsgespräch. In diesem Gespräch wird unser Team dir wirklich dabei helfen, deine Situation genau zu analysieren, zu gucken, wo deine Verbesserungspotenziale sind und dir eine Strategie mitgeben, einen Schritt-für-Schritt-Plan, wie du es wirklich schaffen kannst, innerhalb von kurzer Zeit nicht nur diese kleinen Tricks, diese Hacks zu verstehen oder wirklich auch das Mindset einer attraktiven Person anzunehmen, die Erfahrung auch zu bekommen, wirklich die kommunikativen Tools, die du brauchst, wirklich auch dir anzueignen, mit Schritt für Schritt Strategien, mit Übungen, die es dir wirklich kinderleicht machen, das zu lernen, dann ist dieses Beratungsgespräch genau das Richtige für dich und du solltest dich bewerben. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass du dieser Tipp jetzt hier weiterhilft, dass du wirklich dich öfter dabei erwischst in deinen Gesprächen und wirklich einfach unnötige Sachen reduzieren kannst, weniger Stress hast, weniger Mühe hast, aber die Ergebnisse bekommst in deiner Kommunikation, die du haben möchtest.